Hallöchen Leute und willkommen zum Pokémon Nocturne Let's Play mit Entwicklerkommentaren. Heute bin ich mal ganz alleine. Das hat den Grund, dass ich heute in diesem Part gar keinen so wirklichen Progress machen werde. Das heißt, ich werde hier nicht in der Hauptstory weiterspielen. Deswegen habe ich auch keinen Gast dabei. Ich werde mich jetzt im Prinzip so aufs letzte Kapitel vorbereiten und werde noch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Was ich so mit dem Spiel noch vorhatte oder was ich mir bei manchen Stellen halt so gedacht habe, auch so ein bisschen mehr auf Fokus auf Entwicklerkommentaren heute. Ich werde mich wahrscheinlich mit jedem Charakter nochmal heilen, um eben mal zu schauen, ob ich glaube, bei Drake habe ich hier alles schon gemacht. Genau. Mir ist übrigens noch eingefallen, zu dem Charakter, den man im, oder den wir aus dem Kraftwerk da rausgezerrt haben, der ja vor dem Kraftwerk gestorben ist, dieser Marcel. Da wollte ich noch was dazu erzählen. Ich hatte es im letzten Part irgendwie vergessen, weil wir so viel durcheinander geredet haben, dass ich nicht mehr dazu kam. Und zwar, man hatte ja die Möglichkeit, dass man Marcel aus dem Kraftwerk mitnimmt oder halt nicht. Wenn man ihn mitgenommen hat, habt ihr ja gesehen, man ist, hat ihn dann dabei. Also man läuft dann langsamer durch ihn. Und wenn man ihn dann rausgebracht hat, hat man diesen Schal bekommen, beziehungsweise dieses Upgrade, dass man gegen Verwirrung geschützt ist. Was man hier auch immer als Icon sieht unten links. Hätte ich ihn im Kraftwerk drin gelassen, dann wäre er halt ohnmächtig geworden und halt gestorben. Und ich hätte halt Minus-Karma bekommen und demnach auch nicht das Upgrade. Das heißt, ich hätte einfach nicht diesen Verwirrungsschutz bekommen. Dafür wäre ich halt normal gelaufen, also normal schnell. Und die ganzen Zombies, die reingekommen wären, die wären ein bisschen stärker gewesen, beziehungsweise hätten auch so Fernkampfattacken gehabt, was halt ein bisschen schwieriger wäre. Da gibt es übrigens auch ein kleines Easter Egg. Ich weiß nicht, ob man es Easter Egg nennen kann an der Stelle, aber auf jeden Fall etwas, was nicht vielleicht unbedingt jeder entdeckt. Wenn man diesen Marcel drin liegen lässt und wenn man dann auf seine Leiche tritt, dann kriegt man nochmal on top Minus-Karma. Also man lässt ihn liegen und sagt, nee, du verreck mal hier, dann kriegt man Minus-Karma. Und wenn man dann nochmal auf seine Leiche steppt, dann kriegt man nochmal extra Minus-Karma. Fand es einfach so passend damals. Und Rigo fand eigentlich die Idee auch ganz cool. Ja, das wollte ich noch erwähnt haben. Ansonsten, ich habe es glaube ich schon mal gesagt, aber ich erwähne es nochmal gern an der Stelle. Drakes Kapitel wurde als letztes angefangen, aber wurde als erstes zu fertiggestellt. Einfach weil ich so viele krasse, coole Ideen hatte, fand ich. Und mir das riesig Spaß gemacht hat, das in Lavandia umzusetzen. Jahrelang haben ja ganz viele Leute gesagt, hey, mach doch mal Lavandia, das wäre so passend für Zombie-Kram und was weiß ich. Und ich habe gesagt, nee, das würde keinen Sinn machen. Und ach, wie soll denn ein Charakter jetzt zufällig nach Lavandia kommen? Das wäre ein bisschen komisch. Aber irgendwie hat es ja scheinbar geklappt und jetzt habt ihr hier Lavandia. Und ich bereue es nicht, dass ich das gemacht habe, weil es funktioniert wirklich richtig gut. Meine Bedenken waren aber auch gleichzeitig so, was mache ich denn aus der Stadt? Es gibt so wenig. Also wenn man sich das anguckt auf einem Bildschirm, hier ist wirklich die komplette Stadt zu sehen. Also alle Gebäude. Das wäre halt schnell ausgeschöpft. Und da war es wirklich so, dass Dukatia City im ersten Teil Pokémon das einfach die perfekte Stadt war, weil es halt viele Gebäude hat. Das war, soweit ich weiß, auch eines der Gründe, warum ich das gewählt habe. Sowas wie nur Neuborgia, nur Alabastia, nur Batania City, das ist halt eben schnell ausgeschöpft. Aber Dukatia City hat funktioniert für so eine Stadt. Lavandia hat natürlich auch funktioniert, aber ich bin mir sicher, es hätte niemals für ein ganzes Spiel funktioniert. Also wenn ich jetzt wirklich das allererste Spiel in Lavandia gemacht hätte, das hätte nicht funktioniert, weil es einfach so schnell vorbei wäre. Alles wäre so schnell ausgeschöpft. Deswegen war halt irgendwann die logische Konsequenz zu sagen, hey, ich nehme einfach mehrere Städte, dann lässt sich das mit der Spielzeit auch irgendwie regeln. Deswegen war es ja auch so, dass immer mehr Städte entstanden sind in späteren Spielen. Übrigens, das Licht ist hier ein bisschen zu weit oben von dieser Laterne. Das ist ein bisschen blöd. Ja, das ist auch ein gutes Stichwort. Ich werde immer mal wieder das Spiel updaten, wenn es halt wirklich irgendwelche Fehler gibt. Sind alle zu weit oben? Warum sind die jetzt alle zu weit oben? Da, fuck. Aber ich kann mal ausprobieren, ob ich was passiert, wenn ich da jetzt mal rein rausgehe.
Ja, jetzt sind die irgendwie wieder normal. Ja. Naja, gut. Jawohl. Aber gut. Ja, witzigerweise auch. Ja, es geht. Witzigerweise, wie gesagt, hat er auch mal der Easy-Modus viele Fehler in dem Spiel. Das ist mir auch noch nie passiert, aber jetzt mittlerweile ist das Spiel recht sauber. Ich will ja kein Fiasko haben wie Pokémon Karmesin Purpur, dass man einfach so verhanswurstelte Games spielt. Von daher, okay. Was bleibt noch zu sagen zu Lavandia? Ich hatte eigentlich das umgesetzt, was ich umsetzen wollte mit dem Geisterturm. Die Idee, dass man da so vier verschiedene Felder betritt und dann in vier verschiedene, ja, Illusionen kommt, das war halt auch eine Sache, die wollte ich unbedingt haben. Das mit dem Buried Alive halt auch so ein Gag eher, aber ich fand die Idee echt cool. Und ich denke, es hat auch einige oder viele gefreut. Genau. Das übrigens Valerie, das wollte ich noch erwähnen, dass Valerie ein Geist ist von einer Frau, die halt gestorben ist vor ein paar Jahren. Das war übrigens gar nicht von Anfang an geplant. Das kam erst sehr, sehr, sehr spät im Laufe der Entwicklung von diesem Kapitel. Also am Anfang hatte ich sie wirklich geplant als Assistentin von Mr. Fuji, ganz normal. Und dachte so, ja, das ist halt einfach eine Protagonistin, oder ach, Protagonistin, einfach ein NPC, ja, die halt einfach stellvertretende Missionsleiterin ist. Und ja, ich habe mir eigentlich nichts dabei gedacht, weil war halt einfach wirklich als ganz normale Person so angedacht. Aber irgendwann dachte ich mir so, wie wäre es eigentlich, wenn du die ganze Zeit von einem Geist herumgeführt wurdest? Die Idee fand ich irgendwie ganz cool, deswegen habe ich mich dafür entschieden, irgendwann Valerie als Geist zu machen. Und ich habe dann auch nochmal im Nachhinein viele Hinweise darauf reingebaut in das Spiel. Und ja. Hab dann das so umgesetzt. So. Ich werde übrigens auch nochmal eine Frage des Tages formulieren. Allerdings heute mal eher so am Ende des Videos. Es ist auch interessant zu wissen, wie viele das sich dann zu Ende schauen. Beziehungsweise dann kann man eigentlich, dann macht die Frage des Tages auch ein bisschen mehr Sinn, wenn ich so am Ende des Spiels stelle. So, ich habe mit, ich habe noch drei, habe ich noch hier Heilung? Muss ich mal gucken. Ah, guck mal, ich habe nur noch, gar nicht dran gedacht. Ja, bei Ethans Kapitel, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, da habe ich mich am schwersten getan, das wurde als erstes angefangen, aber wurde erst als letztes fertig, einfach wegen Ideenmangel. Klar, Violas Stil bietet halt wirklich von der Größe her echt viel Platz. Ich habe hier diesen Knofenser-Turm, ich habe die Arena, ich habe da ganz viele Gebäude, ich habe da Pokémon-Center, ich habe da Pokémon-Markt, ich kann da unten diese Route entlang gehen, ich habe die Alf-Ruinen, das ist wirklich genug, aber es wollte mir einfach keine fucking Idee einfallen. Und später dachte ich mir dann auch so, Alf-Ruin, ach nee, das lasse ich weg, das ist dann wieder zu viel vielleicht. Das, ich weiß nicht, ob ich das sinnvoll mit Content befüllen kann, aber ich habe es dann schlussendlich getan. Weil es halt einfach cool ist. Ach du Scheiße, sind ja noch Gegner. Ah! Ja. Und dass Falk auch überlebt, das war auch von Anfang an nicht geplant. Also ich wollte wirklich, dass er verreckt, weil Arena-Leiter sind wirklich tatsächlich meinen Spielen relativ gut weggekommen. Und irgendwann gab es halt dieses Umdenken, wo ja Kai sein Bein verloren hat und dann, ja, Falk ist halt gestorben. Ja, und Erika hat ihre Pokémon verloren. Major Bob hat optional sein Gesicht zerkratzt bekommen. Wahrscheinlich eher nicht. Und deswegen, ja, dachte ich mir so, ja, Falk kann ruhig sterben und er bleibt jetzt tot. Aber ich fand die Idee irgendwie cool, dass, ich meine, Ethan und Kai waren ja schon durch vieles vorbelastet, durch Tina zum Beispiel, oder Ethan durch den Rocket-Typ, durch Professor Lind. Und da dachte ich mal, ich kann mal ein bisschen was Gutes für die tun und lasse einfach mal Falk überleben. Ja. Gut. Und auch
mir ist so wirklich so in dem Let's Play, Entwickler-Let's Play aufgefallen, dass doch viele Ideen von der Community in dieses Spiel reingeflossen sind. Also von meiner Community, von meiner lieben Community. Zum Beispiel dieses Waldstück, da hatte zum Beispiel Caleb die Idee. Lovikios hatte viele Ideen für dieses Kapitel von Ethan geliefert. Dass diese zwei Rocketrüpel da, Jane und Gabe, da rumlaufen, immer wieder einem begegnen. Das war auch Lovikios Idee, also die... Diese Charaktere waren von Lovikius erfunden. Wie ich sie dann reingebastelt habe, das war dann meine Entscheidung. Aber ja, es gab halt viel Hilfe in den einzelnen Kapiteln und bei den Ideen und ja, muss ich sagen, das ist echt toll. Das war echt toll. Ich habe das 3 Jahre lang im Stream entwickelt und da sind so viele tolle Sachen reingeflossen. Natürlich konnte ich nicht alles berücksichtigen, sonst wäre das halt pures Chaos, aber trotzdem. War eine schöne Erfahrung. Ja. Dann gucken wir mal nochmal mit Christa, was die noch so zu sagen hat. Oder was die da nochmal für Werte hat. Guck mal, die muss auch nochmal geheilt werden. Wenn ich noch eine Heilung übrig habe. Bei dem ganzen Spiel war wirklich die Schwierigkeit auch, alle 3 Charaktere spielbar zu machen. Ach verdammt, ich habe da gar nichts mehr. Was habe ich denn im Wissen habe ich noch was. Ja. Eigentlich muss ich ja eh als Christa schlussendlich spielen. Ah, wir machen es mal auf Slot 1. Und was wollte ich sagen? Ja, Christas Kapitel ist, naja, wie soll ich sagen, als zweites entstanden, wurde als zweites fertig. Wobei ich da eigentlich am weitesten war, ab irgendeinem gewissen Zeitpunkt. Ich hatte nämlich damals Ethans Kapitel angefangen mit dem Bossfight, dann war das eigentlich schon vorbei, das Kapitel, oder halt die Demo an der Stelle. Bei Christa habe ich halt schon viele Missionen drin gehabt. Und Drakes Kapitel habe ich noch gar nicht angefangen. War auch irgendwie gar nicht so, weiß nicht. War eigentlich egal, ich konnte ja mich entscheiden, wie ich wollte. Ich konnte ja da weitermachen, wo ich Bock hatte. Und eigentlich widerspiegelt ja witzigerweise auch das Spiel so ein bisschen. Man kann halt einfach den anderen Charakter anrufen, einfach mit dem weiterspielen und fertig. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt schon ein bisschen vorgreife, aber ich mach's jetzt einfach mal. Ich hatte tatsächlich noch so überlegt, so ein extra Kapitel mit Gary und oder Red zu kreieren. Das heißt, dass man Gary mit wahrscheinlich Fukano steuert, das Fukano, was man ja schon in Aurora gesteuert hat oder gespielt hat. Das, die Idee fand ich irgendwie cool, dass man einfach nochmal das gleiche Pokémon mit einem anderen Trainer spielt. Und auch so eine Idee mit Red, mit Pikachu in Azuria City hatte ich auch eine Idee. Aber irgendwie, ich weiß nicht, die Ideen nach so vielen Jahren und so vielen Kapiteln und so vielen Spielen und so vielen Städten, das hätte sich irgendwann, denke ich, auch zu stark wiederholt. Also ich bin zum Beispiel froh, dass ich in Drakes Kapitel so viel Abwechslung reinbringen konnte. Dass bei Ethans Kapitel so viel Content drin ist. Christas Kapitel ist halt eher so wirklich dieses, ist halt eher so wieder wie Pokémon Dusk. Einfach so ein normales Pokémon-Zombie-Spiel. Ja, mit viel Gegnern und ein bisschen Rätseln. Aber trotzdem, wenn ich jetzt nochmal ein Kapitel gemacht hätte mit Gary oder Red, es hätte nochmal länger gedauert. Es hätte einfach nochmal so viel Redundanz erzeugt. Aber so der Grundgedanke daran fand ich cool, weil man, es wär gutes Material zu zeigen, was haben die beiden gemacht, während Ethan, Christa und Drake da was anderes gemacht haben. Und das wollte ich eigentlich wirklich in Form von einem Geheimkapitel machen, dass man frei gespielt bekommt, wenn man das Spiel auf dem Hardcore-Modus spielt. Aber jetzt muss doch dazu gesagt werden, ich habe ja schon Erfahrung mit sowas. Ich habe nämlich mal bei Digital Monsters Final Stories, also ich habe auch Digimon-Spiele früher gemacht, rede ich eigentlich so ungern drüber, aber die kann man sich zum Beispiel auch auf meinem YouTube-Kanal runterladen. Da war es so, dass man bei Final Stories, wenn man bestimmte Sachen alle eingesammelt hat, auch ein Geheimkapitel bekommen hat, wo man als Ken spielt, also als den Digimon-Kaiser im Prinzip. Und da war es halt wirklich so, erstmal das Spiel haben sehr wenige gespielt, also das Final Stories, also das Hauptgame. Und dann haben noch weniger Leute dieses Geheimkapitel gespielt. Also ich glaube, 2, von denen ich weiß. Und
dann hat sich natürlich sowas überhaupt nicht gelohnt einzubauen, weil es halt wirklich so nur so einen Bruchteil der Leute erreichen würde. Und das fände ich ein bisschen schade, dass wenn das sowas an sowas halt vorbeigeht oder man verpasst und es spielt keiner, obwohl man so viel Mühe rein hat fließen lassen. Deswegen habe ich das eigentlich gelassen und habe was anderes dafür eingebaut, aber dazu irgendwann später mehr. Witzigerweise, in der Datenbank habe ich tatsächlich sogar, soweit ich weiß, Red, ich muss mal eben kurz schauen. Ah, Sekunde, ich muss dann kurz abspeichern. Ich muss mal schauen, in der Datenbank, muss ich kurz zumachen, habe ich tatsächlich Red drin als spielbaren Charakter. Aber tatsächlich nur wegen dieser Anfangsszene von bei Nightfall und halt die Anfangsszene, wo man halt ihn steuert und mit dem Pikachu zum Höhlenausgang läuft. Aber da hatte ich mir schon vorgestellt, dass den lasse ich drin, einfach weil man den bestimmt nochmal später braucht. Weil man den schon mal spielen soll, Azuria CD. Weil wie gesagt, ist ja nie umgesetzt worden. Und ich glaube, Pikachu-Slot wurde dann ersetzt durch Sticky, also das Weberack. Der ist nämlich genau einen Datensatz unten drunter. Könnt ihr jetzt nicht sehen, aber ich kann es einfach mal so jetzt erzählen. Und ja, so viel zu Sachen, die ich noch umsetzen wollte, aber nicht umgesetzt habe oder die sich schlussendlich geändert haben. Wäre cool gewesen, aber ich hätte da auch irgendwie so keine Lust und keine Motivation und keinen, ja, ich weiß nicht, es hätte einfach für mich nicht so gepasst. Deswegen, ich bin froh, wie es jetzt ist. Ist ja trotzdem irgendwie ein fertiges Produkt und hat genügend Spielzeit. Und nein, ich werde kein Solo-Game machen über Gary oder Red, das wird nicht passieren. Ja. Übrigens auch eines meiner Lieblingsmaps hier mit der geilen Musik hier. Wunderbarer Ausblick. Das war übrigens die Hintergrundzeichnung, die Cephelia für mich gemalt hatte. Das war die beim letzten Mal dabei war, beim letzten Part als Gast. Ja. So, ich komme jetzt mal zur Frage des Tages, da es sich finde ich, gelohnt hat, sowas mal am Schluss zu machen. Und zwar, die Frage des Tages ist, was ist euer Lieblingskapitel aus Pokémon Nocturne? Das von Ethan, von Krista oder von Drake? Ich rede ausschließlich über die Solo-Kapitel, also die Kapitel, wo man die Charaktere einzeln steuert. Schreibt es gerne in die Kommentare, würde mich interessieren. Gerne auch warum. Das ist natürlich immer schön zu hören oder schön zu lesen, wieso ihr Kapitel X am liebsten mögt. Ja, schreibt's rein. Und ansonsten, beim nächsten Mal wird es Folgendes geben. David werde ich dann Gary anrufen, um im Prinzip das letzte Kapitel zu initiieren. Habe ich schon erwähnt, dass Christas Pokécom schwarz-weiß ist, weil es der Pokécom ist von ihrem Vater. Ich glaube schon, aber ich wollte es nochmal erwähnen. Deswegen sieht er halt quasi grafisch am ältesten aus, weil ihr originaler Pokécom aus Nightfall ist ja kaputt gewesen. Und da funktioniert das Telefonmodul wieder. Gut. Dann würde ich sagen, Leute, bis zum nächsten Part und bis dann. Ciao.